Hallihallo, liebe Zuschauer, liebe Musikfreunde. Heute habe ich euch mal was ganz anderes mitgebracht, und zwar das neue Album von The Dark Tenor, Symphony of Ghosts. Das Ganze gibt es seit letztem Freitag, also seit dem 28. September 2018, im Handel, und zwar sowohl in Form einer regulären Audio-CD als auch als MP3-Stream oder halt in dieser Limited Box Edition von Polydor bzw. Universal Music. Ja, was haben wir hier alles mit drin? In dieser Collectors Box haben wir einmal die reguläre Album-CD plus 4 Bonustracks. Dann haben wir noch eine DVD mit dabei, wo das Live-Konzert in der Alten Oper in Erfurt mit drauf ist. Und das ganze Zeug hier. Und dann haben wir noch Merchandise-Artikel, eine Dark Tenor-Flagge, 3 Dark Tenor Buttons und 3 Dark Tenor Karten, also Postkarten. So schaut das Ganze aus. Das hat DVD-Größe. Klar, ist ja auch eine DVD drin. Und jetzt packen wir das Ganze mal aus. So. Also erstmal die Box, die hat so eine schöne Glanzoptik. Sieht also richtig, richtig gut aus. Also richtig hochwertig auch. Das ist zwar ja, Pappe, aber richtig, richtig gut. Das FSK-Siegel hier ist zusammen mit diesen Informationsdaten hier vorne drauf geklebt. Ich nehme an, dass sich das rückstandslos entfernen lässt. Ja, ganz rückstand. Doch, geht ganz rückstandslos ab. Geht wunderbar ab. Ich zeige euch das hier nochmal kurz, macht das aber nicht. Lasst das mal drauf. Und ja, auf der Seite haben wir halt hier Dark Tenor, Symphony of Ghosts. Hier oben dann das Logo des Dark Tenor und hier unten CD und DVD. Und jetzt machen wir das Ganze mal auf. So, dann haben wir hier einmal die DVD. Es wundert mich jetzt ein kleines bisschen, dass das nur so in so einer Papphülle drin ist. Also da habe ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Die DVD hat eine Gesamtspielzeit von 22 Minuten auch nur. Also das ist jetzt auch nicht wirklich, wirklich ein Highlight. Wobei es ist natürlich schön zu haben, sage ich jetzt mal. So schaut die DVD aus. Ich drehe sie mal richtig. Auf der Rückseite haben wir dann halt die 4 Songs. Dann haben wir hier die reguläre CD. Die ist auch so einzeln im Handel erhältlich. Beziehungsweise, ich bin nicht ganz sicher, hier müssten ja eigentlich dann die Bonustracks drauf sein. Ich schaue mal gerade im Vergleich. Ja, kann ich jetzt gerade nicht sehen. Die CD ist separat verpackt. Auch die packen wir jetzt mal aus. So. Auch hier ist dieser Aufkleber nur auf der Umverpackung. So schaut die CD aus. Darunter. Dann haben wir hier ein richtig fettes Booklet. Ja, ich muss das mal hier rausfummeln. So. Richtig, richtig umfangreich. So. Ich blätter das mal durch. Hier haben wir dann die ganzen Informationen zu den einzelnen Songs. Mit einigen Bildern auch noch dabei. Ich blätter das jetzt einfach mal durch, ohne es groß zu kommentieren. Ich meine, was soll ich da auch groß kommentieren? Ja, ich denke mal, ihr seid ja froh, wenn ihr das einfach nur genießen dürft. So schaut das aus. Und dann schauen wir uns mal den Merchandise-Kram an, den man in dieser Sonderedition dazu bekommt. Da haben wir einmal hier diese Buttons. Die sind auch alle einzeln verpackt. Ich nehme die mal hier raus. So, dann haben wir einmal so hier. The Dark Tenor. The Dark Tenor und nochmal The Dark Tenor. So, und auf der Rückseite sind dann halt da so, das sind so,
ja, so, ja, Buttons halt, so Anstecker. Drei Stück. Dann noch diese Postkarten. Jetzt sehen wir ihn ohne Maske. Ja, sieht eigentlich, warum hat der junge Mann sich denn unter einer Maske versteckt? Der sieht doch wirklich gut aus, muss man jetzt mal sagen. Ist übrigens auch ein hervorragender Künstler. Die Musik finde ich auch ganz toll. Und dann haben wir noch diese Flagge. Auch die separat verpackt. So. Wobei, ja, okay, da brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Also diese Flagge, ja, die ist mehrfach gefaltet, ist richtig groß, richtig groß. Ich schätze mal, ja, so. Also die ist richtig, richtig gut, richtig groß. Ist auch gutes Material. Dann haben wir hier die verarbeiteten Halterungen für die Flagge. An jeder Seite zwei, auf der anderen Seite ebenfalls auch zwei, so dass ihr das also richtig schön an die Wand hängen könnt, ohne es kaputt zu machen, ja. So, und da haben wir dann einmal dieses Dark Tenor Logo vorne. Was heißt vorne? Also auf beiden Seiten haben wir dann halt, ist ja eine Flagge, haben wir das drauf. Ist auch gut vernäht hier am Rand. Ist also nicht einfach nur so ausgefranst oder so. Das ist schon qualitativ hochwertig. Ja. Der Dark Tenor, out now, sage ich mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einfach den Daumen nach oben da. Schreibt mir was Liebes in die Kommentare. Und wenn ihr demnächst mehr so Sondereditionen auch zum Thema Musik von mir haben wollt, dann schreibt mir das am besten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Speyer.